Hallihallo und jetzt willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Force Unleashed. Weiter geht's. Genau, erstmal. Oh, falsche Richtung. Wir sterben jetzt zum Glück nicht so schnell. Spiegelmodus immer noch. Sehr für Empirical. Kennen wir auch noch aus dem Hauptspiel. Hier war ja auch noch von. Ich glaube, das wäre das Modus des Spiels. Hätte ich die irgendwie sparen können. Wäre ich alle Holocrons? Ja, haben wir alle. Jetzt müssen wir hier gar nicht suchen, einfach nur. Sicherheitsverletzung Sektor 9. Subjekt 1138 ist entkommen. Alle Blaster auf Töten. Er gibt die Probe hier raus. Fehlfunktion der Navigationssysteme. Wiederhole. Fehlfunktion der Navigationssysteme. Das ist mit Spiegel jetzt nicht so schlimm. Maxi, was hast du angestellt? Ah, oh, das haben wir auch noch gar nicht geschafft, hier mit dem Machtkombo, oder? Das ist der Weg, um alle Zeugen zu beseitigen. Sicherheitssysteme Ich habe schon zweimal versucht, es geht nicht. Versuch nochmal! Alle Rettungskapseln wurden abgeworfen. Leer! Ich muss jetzt fragen, warum ich eigentlich gar nicht kämpfen gehe. Es soll ja nicht ums Kämpfen gehen, es soll einfach nur darum gehen, dass ihr den Spiegelmodus einfach mal seht. Also mehr so ein Review als ein Durchspielen. Ich will keine 100% nochmal durchspielen. Also nochmal das ganze Spiel will ich nicht durchspielen. Ich will einfach. Dafür habt ihr das Hauptspiel. Spiegelmodus ist sowieso eigentlich mehr so ein Spaßmodus als ein praktischer Modus. Deswegen werde ich jetzt einfach mal. Nur durchwaschen. Nicht alle Gegner, nicht die ganzen Gegner mitnehmen. Mann, ich wollte doch gerade blocken. Blitzschild auf jeden Fall so viel Macht weg. Oh, hat der jetzt nämlich mit den Blitzschilden, dann bringt das nichts, weil er schon nämlich mal wieder umbringt hier. Master, schnell! Wir nähern uns rapide der Sonne. Gott, ich hab's mit dem in dem Spiegel mit dem Türen öffnen. Nein! Du Dummbatz, ey. Du Dummkopf einfach nur. So ein Dummkopf. Schießt einfach in die verkehrte Richtung hier. Scheiß Tür auf, ey. Warum kann man die Tür nicht einfach verwenden? Dann machen wir jede andere Tür auf. Die Verräterin stirbt mit uns. Er darf sie nicht erreichen. Ich muss sie erreichen. Dem Level stört mich der Spiegelmodus gar nicht so sehr. Also ich habe schwierige Erinnerungen, aber das könnte auch nur Einbildung sein. So, hier geht's damit durch. Mir kommt es gerade so vor, als wäre ich gar nicht im Spiegelmodus. Und das Lichtschwert da nicht kaputt gegangen, das wundert mich auch. So, jetzt drin, okay. Dem Level, da merkt man den Spieler. Okay, weil ich merke aber schon, dass er drin ist, wegen der anders in der umgekehrten Lebensleiste da oben. Bei dem Aufwand. Ach, das schon, wer jetzt ist noch drin. Das geht ja gar nicht, wir haben ja schon echt schon alles. Nein, die Schattentruppen. Ist jemand fort? Wo kommt der denn jetzt her? Ich war aber gerade eben noch nicht da. Nein, nochmal umarmen geht nicht. Nochmal umarmen geht nicht, das ist mir nicht gefallen. Ich habe zwar Liebe zu dir, aber nicht solche Liebe. Ich empfinde nichts von dir. Heiraten möchte ich nicht. Lieber auf Freundtruppe. Scheiße, ich habe gar keine Macht mehr. Jetzt aber. Komm, so schwer ist es gar nicht so. So, da geht es nicht so in den. Ich mache jetzt direkt die nächste Mission. Aber da mache ich kurz noch einen Schnitt. Weil, ja, bis gleich. Bis gleich, ja. So, und da sind wir auch schon hier Juno, in der Juno, ihr müsst uns vor dem Vapor Room abholen und zwar sofort.
Das Bonus-Ziel werde ich jetzt auf gar keinen Fall machen. Das wollte ich gerade auch schon wieder spielen. Schon unterwegs. Ich kann euch jetzt auch mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt Grota mal töte. Nein, ich soll jetzt Grota greifen. Wenn er jetzt mal stirbt hier so. Gut. General Grota wurde getötet, stehen da oben. Seht ihr, jetzt kommt einfach ein Ladebildschirm, ich muss es nochmal machen. Ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen. Sie ist auch mal gesehen. Juno, ihr müsst uns vor dem Vapor Room abholen und zwar sofort. Also müsst ihr aufpassen, dass ihr Grota nicht aussehen mal die Klippe runterschmeißen, sonst wird euch das nicht gerade danken. Da bist ihr jetzt nämlich noch was. Ich glaube, dann respawnen wir am letzten Speicherpunkt. So, als ob man sterben würde. Ich habe mich langsam an Spiegel gewöhnt. Bin besser geworden. Das wird natürlich auch nicht so lange dauern, dass wir jetzt in einer Folge klappt durch. Ich finde es einfach hier, auch wenn es ein bisschen längere Folge wird, aber es wird egal. Auch in die falsche Richtung. Ich bin so gewöhnt, immer hier so in diese Richtung zu gehen. Ich gehe mal so oft nach rechts. Ich habe hier ein Problem. Überall Imperiale. Wo könnt ihr sie absetzen? Auf der anderen. Holocons fehlen mir hier. 4551, aber ich weiß kein, weiß der Geier, wo das ist. Wir sind übrigens hier über den Planeten Bespin. Glaube ich zumindest, dass es so war. 100%, ich weiß es jetzt aber gerade auch nicht. Ich glaube, wir waren sind über Bespin. Komm, Grota baut gerade noch hinterher. General, könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Ja. Trage ich mich auch gerade. Hat die Frage, die ich mir auch gestellt hatte. Ich hoffe, dein Schiff ist nicht allzu weit weg. Sniper mal gerne mal kaputt, denn er nervt mich. Es besteht immer noch ein Holocron. Das wette ich. Wo muss euch eins sein? Ich meine, genau, hier war denn die Tür, die schönen Türen hier. Die kennen wir auch noch. So, ich dachte gerade, ich mache denen keinen Schaden. Das hätten wir wieder anders. Quicktime-Event. Ich mache ja gerade Wolkenstadt und das andere läuft in einer Folge durch komplett. Unbegrenzte Energie, genau, das kann ich auch gegen hier gebrauchen. Hey, Sniper. Hörst du auf. Mann, ich wollte die gerade durchblitzen. Ich habe sogar einen Spiegelbonus, welches bei Jabba's Palast. Oh, den habe ich auch noch nicht gehabt. Ach genau, ich weiß, wo das jetzt so gekommen ist, was mir fehlt. Das ist zwar... Das Ding habe ich dran erinnert. Oh, das ist doof. 753 ist es gerade hier bei mir. Ich sag, das werden wir spielen. Oh, 1 von 10 imperialen Carbonit eingefroren. So, das kann ich gar nicht überspringen. Vor, die natürlich nichts konnte. Hier ist hier so einfach. Eine Trainingsraum hat mir solche Probleme. Die ist so einfach in Wirklichkeit. Oh gut, vielleicht liegt es auch daran, dass es das erste Level ist. Ah! Teil Computer ausgerutscht aus den Tasten. Ich dachte, ich muss die 1 drücken. Erfolg. Gut, die ist jetzt eh vorbei. Deswegen würde ich sagen, hier beende ich schon mal die Folge. Bis bald. Ciao.